Die Telekom errichtete im Auftrag der Deutschen Welle eine neue Kurzwellensendestation. Nicht irgendwo, sondern genau dort, wo Telefunken einmal begann. In Nauen. Auf dem einstigen Telefunkengelände wurden 4 drehbare Sendeantennen errichtet. Und für jedes Basisgebäude dieser Antennen war unser neuer Kurzwellensender bestimmt. Die Funkausrüstung entstand in Federführung unserer Firma, aber in Gemeinschaft mit einem Konkurrenten, der hier die Antennen baute. Was wir Telefunkener vor der Wende noch als Spinnerei belacht hatten, wurde Realität. Unsere Firma war tatsächlich an ihre Urfunkstätte zurückgekehrt. Ein Jahr später schon war Nauen mit 3 Sendern in Betrieb. Das Stationsgebäude wurde restauriert, doch Sender hatte es nun leider nicht mehr. In einem Teil des Gebäudes wurde die Kontrollzentrale eingerichtet. Die Steuerung der Kurzwellenstation erfolgt automatisch nach dem umfangreichen Programmplan der Deutschen Welle in Köln. Der Funkbetrieb erfordert wenig Personal. Im Frühjahr 1997 standen die letzten Arbeiten vor ihrem Abschluss. Die Drehantennen errichtete die einstige Senderfirma Brown Boveri, die heute den Namen Thales hat. Seit längerem gehört sie zum französischen Konzern Thomson, der auch die Telefunkenunterhaltungssparte übernommen hatte. Montage der letzten Antennenteile. Anteil am Neubau dieser Station hatte Klaus Krämers Arbeit zur Rettung der Nauener Funktradition. Sein Erfolg war ihre Fortsetzung, wieder mit dem Namen Telefunken. Im Basisgebäude dieser Antenne fand die Inbetriebssetzung des 4. Senders statt. Die moderne Pulsdauermodulation hat unseren 500 Kilowatt Kurzwellensender extrem klein werden lassen. Seine technische Qualität ist bereits für das geplante digitale Rundfunksystem ausgelegt. Sein hoher Wirkungsgrad sorgt für niedrigen Stromverbrauch. Die komplexe Steuerautomatik übernimmt den vollautomatischen Betrieb des Senders. Damals waren wir stolz auf unsere Leistung und voller Hoffnung, dass uns die moderne Funkstation weltweite Folgeaufträge bringen würde. Leider aber hat sich unsere Hoffnung nicht erfüllt. In Nauen hatte Telefunken einst die deutsche Großsendertechnik begonnen. Und in Nauen war sie für Telefunken zunächst auch beendet.